Da ist er. Moin, moin, Patsche. Grüße dich. Hi. Ein wunderschönen Buongiorno hier aus Hamburg. So, wie der Norddeutsche das so sagen pflegen. Schön Buongiorno. Ja, sag mal, kein Bierchen heute Morgen, das machen wir nicht. Also es gab wahrscheinlich Latte Macchiato, wenn du mit Buongiorno schon anfängst. Naja, ich habe gerade gehört, wie ihr sagt, Bier ernst, da habe ich schon wieder den Schnabel nass gehabt. Aber nein, da ich nachher noch ein bisschen arbeiten muss, fällt heute der Frühschoppen erstmal weg. Ja, zu Recht. Ja, bei uns ja auch. Wir müssen ja auch mal ein bisschen erstmal was tun, bevor wir dann am Glühweinchen später nippen. Aber eigentlich, trotz des 3-0s am Freitag oder 0-3 in Kiel, trotzdem Tabellenführer St. Pauli, das ist doch Musik in deinen Ohren. Da will man doch eigentlich die ganze Zeit das Schnäbelchen weiter mit flüssiger Nahrung befüllen, oder? Ja, ist natürlich großartig, was die Mannschaft dies Jahr spielt. Und die Voraussetzungen sind, so wie bei den anderen Aufstiegen jetzt auch gewesen, du hast einen Stürmer, der fast alles trifft. Du stehst hinten relativ solide und verlierst halt zweimal im halben Jahr. Einmal, glaube ich, 4-0, einmal 3-0. Aber das ist auch völlig okay. Jeder hat mal so einen Tag, wo du denkst, ja, okay, gut, da geht nicht viel und wärst mal zu Hause geblieben. Aber sonst von der Kontinuität her und von der ganzen Truppe an sich mit dem Trainerteam und muss man sagen, Respekt. Und ich glaube, das wird ganz schwer, die Jungs da oben verdrängen zu können. Du hast diese beiden Niederlagen angesprochen, die haben ja eine gewisse Ähnlichkeit. Am Böllenfalltor in der ersten Halbzeit 0-4 und jetzt in Kiel 0-3 auch in der ersten Halbzeit. Wie erklärst du dir diese beiden Blackout-Halbzeiten? Boah, ja, das ist immer, ich glaube, wenn du einen blöden Start hattest, und ich glaube, das ist bei beiden Spielen so gewesen, du kriegst relativ früh ein, dann wird es auch eklig. Ne? Dann willst du nach vorne, dann wirst du vielleicht nach außen kontert. Wie du schon sagst, die Spieler haben sich, die waren so ein bisschen synchron. Und von daher, ich glaube, nach einem 0-3 oder 0-4 kannst du auch mal gehen lassen. Und dann lässt du einfach mal sein und sagst, okay, so wie jetzt in Kiel, gut, jetzt gehe ich in die Weihnachtspause, esse ein paar Bratäpfel und starte im neuen Jahr wieder durch. Und ich denke, gut, wenn du zweimal verlierst im halben Jahr, das ist nicht wirklich viel. Und wenn man das ganze Jahr sieht, 2021, das ist ja monströs, was die Jungs gemacht haben. Und von daher ist das völlig in Ordnung. Patsche, es gibt nicht viele, die den Club so gut kennen wie du. Das muss man sagen. Im Hintergrund sehe ich auch gerade, da ist noch das alte Millerntor-Stadion, in dem du auf Torejagd gegangen bist. Du hast erste Liga mit dem FC St. Pauli gespielt. Jetzt lass uns mal in die Zeitmaschine setzen und ein paar Monate nach vorne gehen und so tun, als wenn der FC St. Pauli schon Erstligist wäre. Glaubst du, dass das eigentlich eine reine Heldengeschichte wäre oder nicht auch Gefahr? Denn wir müssen konstatieren in den letzten Jahren, und der FC St. Pauli hat selber auch erlebt, dass mal so ein kurzer Höhenflug und ein Besuch in der ersten Liga nicht immer das Beste sein muss. Es gibt einige Clubs, die nach dem Aufstieg danach böse abgestürzt sind. Ach, ich glaube, wenn du in der ersten Liga spielen darfst, ist es immer so eine Art Geschenk. Ne? Also man muss ja auch sagen, wir sind zwar immer wieder, also nach den letzten zwei Aufstiegen immer wieder abgestiegen, aber es ist auch trotzdem ein Geschenk, gegen Dortmund und gegen Bayern, Schalke geht ja nicht mehr, spielen zu dürfen. Und ich weiß nicht, das ist ja keine Strafe. Notfalls steigst du wieder ab, vielleicht nicht ganz so extrem wie Fürth jetzt. Das wäre natürlich ganz schön, wenn du ab und zu mal ein Spiel gewinnst oder ab und zu mal ein Tor schießt. Dann ist das natürlich toll. Und wenn dann vielleicht irgendwann mal der Corona-Wahnsinn vorbei ist, wenn dann die Hütte voll ist, was gibt es denn Schöneres als Pauli gegen Bayern? Und selbst wenn du 7-1 verlierst, wie beim letzten Mal, oder ich weiß gar nicht, 8-1, das ist doch völlig, weil ich es gerade sehe, Banane, dann verlierst du halt. Aber du hattest ein schönes Event, du hattest ein Highlight. Und ist doch, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es ja immer schöner, als gegen Heidenheim zu spielen. Nichts gegen Heidenheim, ne? Also, aber hätte auch 20 andere Mannschaften nennen können. HSV oder so. Du hast es angesprochen, das 1-7, das war, erinnere ich noch sehr gut, Holger Stanislawski damals als Trainer, überhaupt nicht Banane. Der war, obwohl der Abstieg schon feststand, das fand er überhaupt nicht lustig, das Spiel. Aber es gab ein anderes Spiel, da hattet ihr beide sehr viel mehr zu lachen. Und natürlich, wir müssen drüber reden, wenn du in der Sendung bist. Dein Tor zum 2-0 damals, 2002, als Weltpokalsieger-Besieger seid ihr in die Geschichte eingegangen. Du hast Olli Kahn da das 2-0 reingeschweißt. Bis heute das geilste Tor. Und kannst du überhaupt einen einzigen Tag in Hamburg über die Straße gehen, ohne darauf angesprochen zu werden? Doch, meistens schon, weil ich gehe ja nicht über die Straßen. Ich fahre ja meistens, weil ich Busfahrer bin, weißt du ja. Aber ja, das ist natürlich, wenn du mal jemanden triffst, du wirst ja darauf, ich sag mal so,
auf dieses Tor wurde ich ja echt stark minimiert, ne? Und wenn man überlegt, was für Weltklasse-Tore ich noch geschossen habe in dem Jahr, naja gut, reden wir nicht darüber, aber es ist natürlich, ich sag mal so, umso mehr Alkohol du trinkst, umso mehr vergisst du. Und deswegen kann ich mich an ein Tor kaum noch erinnern, nur noch schemenhaft. Nein, natürlich, der Tag, habe ich auch schon ab und zu mal gesagt, der wird auf meinem Grabstein stehen, da wird nicht mein Name stehen und das Todesdatum, sondern da wird einfach nur Weltpokalsieger, Besieger stehen. Und dann wissen alle, wer da drunter liegt und noch ein Handy im Sarg hat. Sag mal, ganz im Ernst, die Truppe davon damals, konntet ihr euch überhaupt am nächsten Tag noch erinnern, was ihr gemacht habt? Weil wenn man schon sein Stadion auf dem Kiez hat und haargenau weiß, nicht nur, dass Jolly Rogers direkt daneben ist, sondern sehr viele andere einschlägige Lokalitäten, ihr habt euch doch damals so bitter einen in die Birne gebraten, oder? Das wäre schön, ja. Ich hole es nach, weil wir an diesem Abend nichts machen durften und konnten. Gibt ja diese legendäre Geschichte von, ja, ich möchte den Namen jetzt nicht sagen, der kam rein und sagte, heute ist alles frei für euch auf dem Kiez und in einem gewissen Etablissement. Und dann sagte natürlich der Trainer und der Manager, nein, heute gibt es ja nicht. Wir spielen in 3 Tagen auf der neuen Arena auf Schalke und heute wird verboten. Und nächsten Tag, als er zum Training kam, hieß es, das ist ja richtig schade, dass ihr Spieler nicht da wart. Nur das Führungsteam war da, der Trainer und ihr nicht. Und ja, dann waren wir halt so sauer, dass wir auf Schalke dann 0-4 verloren haben. Und aber gut. Da hat der Trainer die Quittung auf den War Platz das war so ein bekommen. Tag wie in Darmstadt, ja. Aber ich bin mir sicher, das habt ihr nachgeholt. Deswegen eine Frage habe ich noch dazu, bevor Corny völlig zu Recht nochmal sportlich ins Aktuelle geht. Aber wenn du die Zeit damals vergleichst, zur Zeit heute, bist du eigentlich froh, dass du damals eher Profi warst als heute, wenn man sich anschaut, was die Jungs heute, die können ja keinen Schritt vor die Tür gehen, ohne dass da Handys, Handys, Social, Social, dass ihr auch mal ein bisschen unbeobachtet auf dem Kiez eure Touren machen konntet? Ja, Dankbarkeit, genau. Also es ist wirklich Dankbarkeit für die Zeit damals. Ist ja der Klassiker. Vor 20 Jahren hast du natürlich nicht die Summen verdient, die du heute verdienst, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Dafür hattest du Freiheit. Und Freiheit ist ja mit Kohle eigentlich nicht so groß zu erkaufen. Natürlich hättest du jetzt ja nur noch mal 3,50 € auf dem Konto. Aber du konntest in Ruhe hinterm Bus eine rauchen, du konntest auch mal ein Bierchen trinken, du konntest bei Easy in die blaue Nacht einsteigen, ohne dass jemand mit dem Handy dahinter stand oder bei Instagram oder irgendwas da getwittert hat, das ist ja der Wahnsinn schon. Nein, die Zeit damals war vom menschlichen, vom fußballerischen her, ja, war schon, die war echt schöner. Ne? Also ich möchte nicht unbedingt tauschen wollen, außer vielleicht, wenn ich jetzt mal die Chance hätte, meine Gehaltsabrechnung mit der von heute einmal zu tauschen, würde ich es machen. Ja, das geht uns, glaube ich, allen so. Sprechen wir noch mal kurz Ja. über die aktuelle Lage im sportlichen Bereich. Wenn St. Pauli gewonnen hätte, dieses Spiel, dann hätten sie 9 Punkte Vorsprung gehabt, dann wären sie quasi weg gewesen. Hast du den Eindruck, dass da durch diese Niederlage, jetzt sind es eventuell nur 6 Punkte, dass da noch mal eine gewisse Dynamik im Aufstiegsrennen reingekommen ist? Oder bist du dir zu 100% sicher, dass die Jungs das durchziehen werden? Also erstmal bin ich ein armer Paulianer, deswegen habe ich jetzt hier auch keine 3 € liegen für die ganzen Phrasen. Also Stani hat immer gesagt, hätte, Fahrradkette. So. Und am Ende kackt die Ente. So. Und ich denke, wenn du 9 Punkte Vorsprung hast, ist es was anderes, als wenn du jetzt, sagen wir mal, viel, viel weniger hast, weil du bleibst, glaube ich, eher konzentrierter und du bleibst mehr am Ball. Bei 9 ruhst du dich vielleicht mal aus und sagst, ach Mensch, ja komm mal, verlieren wir das mal. Ich glaube, dass die Konstellation jetzt richtig gut ist, weil, Sie wissen, dass sie das jetzt nicht 5-mal im Jahr machen sollten, sondern wie gesagt nur 2-mal, da sitzen sie sicher durch. Ich glaube, die sind in sich so stabil, dass man sich da kaum Gedanken machen muss. Also ich wüsste jetzt nicht, welche Mannschaft dahinter sie einfängt, die kontinuierlicher ist, die stabiler ist und die vor allen Dingen so ein Monster da vorne drin hat, der ja alles trifft. Also wie gesagt, die meisten Mannschaften haben ja Stürmer vorne drin, die treffen ja das Meer nicht, wenn sie am Strand stehen. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Faustpfand und ja, ich glaube, Pauli, dieses Jahr sind sie auch reif, ne? Und wenn einer weiß, wie Tore schießen geht, dann ist es Nico Paschinski. Der hat das nämlich früher hauptberuflich gemacht. Heute fährt der Bus, deswegen letzte Frage. St. Pauli Ja. steigt auf und wirst du neuer Busfahrer des FC St. Paulis dann? Ich habe mich schon beworben, aber ich glaube, die haben einen ganz guten. Ja, deswegen. Und ich hätte Angst, mich zu verfahren, ja. Nein, aber ich glaube, die sind da ganz gut aufgestellt. Aber wenn sie noch einen brauchen, ich glaube, die Nummer, Onkel Göttlich hat meine Nummer noch. Und von daher, falls er mal krank ist oder ausfällt, bin ich natürlich sofort, ihr wär bei Fuß. Sehr gut. Und die gute Nachricht für alle Zuschauer von Super 2.
Nico, auch wir haben deine Handynummer und ich bin mir sicher, wir werden sie in dieser Saison noch ein paar Mal anrufen, weil jede Schalte mit dir ist eine gute Schalte. Vielen lieben Dank, schönen vierten Advent und komm gesund durch die Feiertage. Dito und Aloha.